20 Meter. Dieses tropfende Wasser hier überall ist richtig geil. Und auch hier bildet sich schon Tropfstein an der Decke. Überall so Kalkablagerungen. Da haben wir ein Loch in der Wand. Da hat anscheinend mal jemand aufgebrochen. Gucken wir da mal rein. Ein Gang, der ins Nichts führt. Da müssen wir rein. Jo Leute, bei den Lost Place Tapes wollen wir heute mal was Neues ausprobieren. Und zwar möchten wir euch heute einen Ort zeigen, zu dem es geschichtlich nicht allzu viel zu erzählen gibt, der aber dafür unser Abenteuerherz umso höher schlagen lässt. Deshalb verzichten wir auf den dokumentarischen Stil unserer anderen Videos, wo wir eher auf ruhige Aufnahmen setzen. Heute präsentieren wir das Ganze mal als eine Art Live-Video, also so wie wir es halt direkt erleben. Wir befinden uns gerade auf dem Weg zu einer ehemaligen Brauerei, die vor wenigen Jahren Konkurs anmelden musste. Sie besteht aus mehreren Gebäuden. Da im Hintergrund seht ihr schon die ganze Zeit das Brauhaus, das ist dieses wunderschöne gelbe Bauwerk. Und wir haben gehört, dass die Gebäude größtenteils leer sein sollen. Aber unter dem eigentlichen Brauhaus soll es einen stillgelegten Bereich geben mit kilometerlangen Gängen und riesigen Lagerhallen, die teilweise echt direkt in den Fels hineingegraben wurden. Echt gespannt. Hui, anstrengend. Kurz mal eine Pause an dieser Stelle. Also nochmal das da, das ist das historische Sudhaus. Und da drüben im Hintergrund, das sind Lagerhallen und Bürogebäude. Wir sind wirklich gespannt, was uns dort erwartet. Auch wie das mit dem Live-Filmen funktioniert. Normalerweise nehmen wir uns ja immer viel Zeit für die Aufnahmen, überlegen genau, was wir brauchen, was nicht. Wer weiß, vielleicht bleibt es ja ein einzigartiges, ein einmaliges Experiment. Mal schauen, wie es ankommt. Dann würde ich mal sagen, komm doch einfach mit auf unsere Entdeckertour. Als allererstes gilt es wie immer einen Eingang zu finden. Glücklicherweise hatten wir schon im Vorfeld einen Tipp bekommen. Aber sowas kann sich auch echt schnell ändern. Das Hobby gewinnt extrem an Popularität. Und leider natürlich auch dadurch Aufmerksamkeit von Leuten, die nicht so toll finden, was wir machen. Aber ich glaube, das sieht gut aus. Voilà, Fenster ist offen. Dann würde ich mal sagen, rein mit uns in die Brauerei. So, Lille, Trennzimmer. Erstmal vorsichtig die Tür aufmachen. Sieht gut aus. Also da geht es auf jeden Fall schon runter Richtung Keller. Ich habe mich im Vorfeld übrigens ein bisschen schlau gemacht. Ich weiß also ungefähr, wo was liegt. Erstmal die Treppe hoch. Da soll eigentlich der Raum sein, wo früher die Braukessel waren. Übrigens, ich bin echt kein Experte, was das Bier und vor allem das Bierbrauen angeht. Falls ich also irgendeinen Quatsch erzähle, bitte nicht gleich lünchen, sondern am besten in den Kommentaren einfach klarstellen. Genau, hier waren mal zwei Kupferkessel drin. Ich habe die vorher auf einem alten Foto gesehen, werde es gleich mal einblenden. So, gehen mal die Treppen hoch, da kann man sich das Ganze nochmal von oben anschauen. Und auch, wenn es jetzt nur noch ein großes Loch im Boden ist, gell, irgendwie trotzdem beeindruckend, wenn man weiß, was hier früher mal war. Und weiter geht's nach oben. Hier auf den Treppen ist überall Taubenscheuße und Federn. Ich befürchte fast, dass wir gleich attackiert werden von einem Haufen Tauben. Die drehen hier vollkommen durch und fliegen sogar gegen die geschlossenen Fenster, obwohl da hinten eins offen steht. Ich glaube, die lassen wir lieber mal in Ruhe. Ist sicher voll der Stress für die Viecher. Also weiter nach oben.
Noch mehr Taubenscheiße hier auf den Treppen. Und wir sind übrigens gerade in diesem gelben Gebäude ganz oben im Turm, nur damit ihr nicht die Orientierung verliert, okay? So, das hier, das war wohl der ehemalige Kornspeicher hier oben. Ich denke, da wurden die Säcke mit den Getreidesorten gelagert. Ich glaube, ich habe da hinten aus den Augenwinkeln sogar noch welche gesehen. Da gehen wir mal schnell rüber. Jupp, zwei Säcke. Auf dem einen steht Karahel, also wohl Malz. So, jetzt sind wir wieder runter vom Turm, da wo wir vorhin angefangen haben mit der Tour. Diesmal geht's aber nach unten. Schauen wir mal, was hier auf uns zukommt. Da ist schon mal ein Schild mit den Prämien, die die Brauerei für ihre Biere gewonnen hat. So, wenn ich mich nicht täusche, dann ist das der Raum, in dem früher Eis hergestellt wurde. Wie man sieht, die Maschinen hier sind leider entfernt worden. Nur noch ein paar Schaltschränke und so ein Zeug an den Wänden vorhanden. Auch hier habe ich ein paar Fotos gefunden. Alles sind sogar neu, sind Farbe. Blenden wir jetzt mal kurz ein. Dann würde ich sagen, setzen wir mal unsere Ammoniakmasken auf, steigen nach unten ins Dunkel. Obwohl, ein bisschen Licht hat noch nie geschadet. Wir sind jetzt im Keller, direkt unter der Halle, in der das Eis produziert wurde. Ziemlich creepy hier unten, die ganzen Rohre und die runterhängenden Kabel hier. Uah. Ich befürchte ja fast, dass wir jetzt durch diesen engen Gang da kriechen müssen, Girl. Ah, da hat zum Glück schon jemand eine Bierkiste hingestellt, dass man leichter reinkommt. Noch. Piepst ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das hört. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das eine Photovoltaikanlage, die noch Strom produziert. Machen wir kurz das Licht aus. Jupp, grünes Licht, Energie. Wir gehen mal hier links weiter. Da steht eine Tür offen und man sieht ein wenig Tageslicht. Ich glaube, da machen wir mal lieber unsere Lampe aus. Mit Licht an den Gebäuden mit Fenstern rumrennen, das ist nicht das Schlaueste überhaupt, gell? Also, wenn mich nicht alles täuscht, dann sind wir jetzt im Bürogebäude angekommen. Das da vorne, das müsste der Haupteingang sein. Und wie man hoffentlich erkennen kann, geht sie noch gefühlt 10.000 Stockwerke nach oben. Na dann, auf geht's! Vorsicht hier vorne am Eingang, da läuft direkt die Straße dran vorbei und man kann echt verdammt gut gesehen werden. Schnell hoch die Treppen. Hier sind irgendwelche leerstehenden Bürogebäude. Und das ist der Innenhof der Brauerei. Der ist eigentlich abgeschottet und sollte eigentlich safe sein, aber man weiß ja nie, gell? Geile 70er-Jahre-Bilder, echt klasse. Nochmal Vorsicht hier an der Scheibe zur Straße. Wir schrauben uns langsam, aber sicher nach oben. Das da hinten, das sieht wie eine Art Schaukasten aus. Da waren früher mal wohl irgendwelche Pokale drin. Jetzt ist da nur noch diese olle Puppe. So, schauen wir mal in eines der vielen Büros rein. Voll 70er Jahre. Holz,
Holz, Holz. Keine Einrichtung mehr. Und weiter geht's die Treppen hoch. Ich hoffe, ihr bekommt noch keinen Drehwurm. Anstrengend. Die Tür da hinten, die sieht vielversprechend aus. Die war wohl mal abgeschlossen und wurde jetzt von jemandem aufgebrochen. Ach du Schande. Das sieht nach einem Archiv aus. Boah, ich habe mir geschworen, es nicht zu sagen, aber an der Stelle ziehe ich meinen Joker echt. Alter, krass, ey! Schau dich mal diesen Berg an Aktenorten an. Krasser Scheiß. Das ist ja echt der Hammer, dass quasi das ganze Gebäude ausgeräumt wurde, aber die ganzen Akten hier geblieben sind. Das scheint wohl echt niemanden zu interessieren, gell? Niemanden. Absoluter Wahnsinn. Hammer. Um eine meiner Lieblingsserien zu zitieren, muss ich immer dran denken, wenn ich so Ordner sehe. Akte X. Lots and lots of files. Lots of files. Lots and lots of files. Nächstes Stockwerk, tatsächlich schon das vorletzte. Da steht eine wunderschöne griechische Vase. Könnte natürlich auch ein riesiger Aschenbecher sein. Gehen wir mal hier rein. Sieht irgendwie nach einer Wohnung aus. Tatsächlich. Noch voll eingerichtet. 90er-Jahres-Sofas. Schau dich das mal an. Und eine Wohnwand. War ja damals voll modern, gell? Hier steht eine ganze Menge Müll rum. Bierkisten. Davon anscheinend auch Fotos, die hier jemand ausgebreitet hat. Sieht irgendwie nach einer Bergtour oder sowas aus. Das hier, das war wohl mal so eine Art Wohnzimmer. Da hinten steht irgendwie noch so eine künstliche Pflanze rum. Echt interessant, dass anscheinend Mitarbeiter der Firma, in dem Fall wohl die Chefs oder der Hausmeister, hier im Gebäude gewohnt haben. War wohl früher so gang und gäbe. Und jetzt sind wir tatsächlich im obersten Stock angekommen. Hier nochmal ein Blick auf das historische Sudhaus. Ist übrigens nicht unter Denkmalschutz steht. Nur nach links schauen, haben wir irgendwelche Produktions- oder Lagerhallen. So, dann schauen wir da mal kurz rein. Ich kann mir gut vorstellen, Chef ist gerade aufgestanden, hat womöglich noch sein Pyjama an, schlappt mal schnell ein Stockwerk nach oben, um zu schauen, ob die Angestellten schaffen, ob die was tun. Dann blökt er so ein paar Befehle hier in den Raum und legt sich wieder pennen. Licht an. So, wie man unschwer erkennen kann, sind wir wieder unten im Keller. Links nochmal die Geräte von der Photovoltaikanlage. Und rechts die kleine Leiter, die führt wieder zu dem Tunnel, durch den wir vorhin gekrochen sind. Aber unser Ziel liegt direkt vor uns. Ich hatte ganz am Anfang den stillgelegten Bereich erwähnt und da gehen wir jetzt hin. Es ist immer wichtig zu wissen, wo der Schlüssel liegt. Sesam, öffne dich. Wenn wir jetzt hier entlanglaufen, kurz ein paar Infos. Manche der Gänge und Kellerräume, die wir gleich sehen werden, die stammen aus den 1870er Jahren. Sind also quasi 150 Jahre alt. Ist für mich echt schwer vorstellbar, dass hier unten mal Leute gearbeitet haben sollen.
Interessant, auf jeden Fall schon mal die Kalkablagerung hier auf den Treppen. Wie es aussieht, fließt hier mehr oder weniger dauerhaft Wasser runter. Auf dem Boden verläuft ja auch so ein Rohr. Das soll wohl irgendwie Wasser ableiten. So, wo gehen wir weiter? Geradeaus oder links? Geradeaus. Wieder zwei Türen, auf denen stillgelegter Bereich steht. Schauen wir da mal schnell rein. Okay. Eine ganze Menge angerosteter Stahlträger. Ich glaube, das habe ich auch schon mal auf dem alten Foto gesehen. Also wenn ich mich nicht täusche, dann ist es so ein Lagerkeller, in dem Tanks aufgestellt waren. So, wir sind jetzt ganz am Ende von diesem Lagerkeller. Da ist eine Leiter angelehnt an einen dieser Stahlträger. Obendrauf noch eine zweite Leiter. Ich stehe jetzt direkt unter der Leiter und wie man sieht, ist da ein total verrostetes Metallding, das die Leiter hält. Und überhaupt steht ja auch höchstens halb auf dem Träger drauf. Ist zwar echt verlockend, da hochzuklettern, verdammt, aber viel zu gefährlich. Wer weiß, wo die Leiter überhaupt hinführt, wahrscheinlich irgendwie in einen anderen Lagerkeller oder so. Ich würde sagen, das lassen wir lieber sein. So, ein weiterer riesiger Lagerraum. Keine Ahnung, welche Funktion der mal hatte. Ob da Bierkästen gestapelt wurden oder irgendwelche Zutaten fürs Bierbrauen. Bin ich total überfragt. Interessant auf jeden Fall, diese Leiter ins Nichts. Schauen wir doch mal, was uns da oben erwartet. Und noch mehr Treppen nach oben. Wer hätte es gedacht? Okay. Das sagt mir jetzt wieder was. Das ist der Gärkeller. Und da in diesen Mulden, in den Vertiefungen, da waren früher mal die Gärbottiche drin. Schauen mal kurz rein. Gibt natürlich nicht mehr viel zu sehen, aber ich denke, das kann man sich schon vorstellen irgendwie. So, dann gehen wir mal weiter. Da linke Hand, da sind wir gerade die lange Treppe hochgekommen. Alles geradeaus. Wir waren ja nun überall. Cool. Cool, da ist ein Telefon an der Wand. Wie geil ist das denn? So, ihr seht, es gibt noch viele Möglichkeiten, wo wir hin können. Überall Gänge und Türen. Das Ding ist echt riesig. Wir nehmen mal da den Durchgang ganz rechts. Da ist schon ein Teil eingestürzt, wie man sieht. Schauen wir mal nach oben. Nicht, dass uns da gleich was auf die Ömmerfelden erschlägt. Irgendein Schacht, der wohl teilweise eingestürzt ist und jetzt haben wir seinen Zug gemacht, mit irgendwelchen Stadtmotiven vertäfelt. So, dann lieber wieder raus hier. Da hinten ganz am Ende scheint auch irgendwas eingestürzt zu sein. Man sieht, wie da der Schutt durch die Türe quillt. Also da kommt man definitiv nicht mehr rein. Also weiter nach links. Da sieht es besser aus. Boah, aber auch hier muss ich leider passen, was hier war. Ich denke, da hinten auf den Podesten, da waren irgendwelche Bottiche, Behältnisse gestanden, in denen irgendwas gelagert wurde. Keine Ahnung. Keller 4, Vorsicht, Kohlensäure, Erstickungsgefahr. Na, hoffentlich nicht mehr. Das wird wohl auch wieder irgendein Lagerraum gewesen sein. Aber was genau? Gute Frage. Na, vielleicht kann ich an der Stelle mal mit einem anderen Wissen prahlen. Nämlich der Tatsache, dass die Brauerei zu ihren Hochzeiten mehr als 200 Beschäftigte hatte. Aber im Zug des Brauereisterbens wurden aus den 200 Mitarbeitern irgendwann nur noch eine Handvoll. Und weiter geht's. Nochmal eine Leiter ins Nichts. Scheint ein wenig Mode zu sein hier. Und noch mehr Durchgänge, die wahrscheinlich in irgendwelche Lagerräume führen.
Und wenn ich nicht komplett die Orientierung verloren habe, müsste hier rechts wieder... Ja, genau. Da sind wir wieder im Keller, in dem vermutlich die Bottiche standen. Gut, ein hoffentliches Highlight haben wir uns für den Schluss aufgehoben. Wenn wir im Schnelldurchlauf zurückgehen, möchte ich ganz an den Anfang des stillgelegten Bereichs erinnern, als wir uns entscheiden mussten, links oder geradeaus, erinnert ihr euch? Wir sind zunächst geradeaus gegangen, sind aber jetzt quasi wieder am Startpunkt und gehen deshalb, weil alles spiegelverkehrt ist, rechts. Hier ist wieder dieses Rohr auf dem Boden. Es scheint wirklich von irgendwo Wasser abzuleiten. Hier ist auch eine riesige Pfütze direkt vor mir. Die Räume hier sehen eigentlich ziemlich fresh aus. Fast ein Anschein, als wäre zumindest das Weiß hier irgendwann frisch gestrichen worden. Und kaum habe ich es erwähnt, kommst du in den Raum, der richtig alt aussieht. Abblatzende Farbe überall an den Wänden. Da hinten diese Ziegelsteinwand, ziemlich gruselig. Und da hinten das Wasserrohr, es führt irgendwie da unten in ein Brett rein. Man hört schon ziemlich deutlich das tropfende Wasser. Da hat sich im Boden eine richtige Mulde gebildet, in der das Wasser sich sammelt. Was ist das überhaupt für ein Raum hier? Sieht es krass aus. Geil. Überall so Kalkablagerungen am Boden, wie eine riesige Tropfsteinhöhle. Ja, und da haben wir ein mysteriöses Loch, das anscheinend mal zugemauert war. Da liegen noch die Steine, die Ziegelsteine. Ich behaupte ja, da war was eingesperrt und ist jetzt draußen. Aber wer weiß, wir schauen da mal rein. Okay, da sieht man noch alte Holzbalken. Ein Gang, der ins Nichts führt. Da müssen wir rein. Also da muss ich auf jeden Fall hinterher. Also, wir haben die Vermutung, dass es ein ehemaliger Luftschutzstollen war und das war quasi der Fluchtweg oder der Einstieg oder was immer auch. Und es ist aber alles inzwischen eingestürzt. Das sieht man hier auch am Boden. Das ganze Holz, das verrottet ist. Safely rauskommen. Boah. Ja, da würde ich mal sagen, Mission erfüllt.
Wir haben das komplette Gebäude erkundet, einige echt coole Dinge gesehen. Am spannendsten war definitiv dieser Stollen da ganz am Ende. Und wie es sich für echte Urbexer gehört, gehen wir so, wie wir gekommen sind und schließen natürlich wieder feinsäuberlich ab. Fazit: Das Brauhaus und das Labyrinth darunter waren alle Mühen wert. Geile Location. Vielen Dank für eure Unterstützung bei Facebook, bei Instagram und natürlich auf YouTube. Wenn euch gefällt, was ihr seht, empfehlt uns doch bitte weiter. Wir haben euch noch so viel zu zeigen.